Ich hab nichts gemacht, ich schwöre es. Ich war das nicht. Das war dieser andere Typ. Ja. Hilfe! Super, Alex. Danke, Philipp. Bitte gerne. Leute, wir sind heute auf der Sportuniversität Schmelz, der Dominik Hölving, der bei uns im Team für den Bereich der Biomechanik zuständig ist und der Entwickler eines Boxhandschuhs ist, der im Bereich der Leistungsdiagnostik, aber spezifisch für Striking eingesetzt werden kann. Der ist hier mit uns im Labor und im Biomechaniklabor und wir haben heute eine echt große Chance. Wir dürfen das Motion Capturing System hier verwenden. Was das genau bedeutet, wird er uns dann noch erklären, aber im Prinzip geht es darum, dass wir mit der Hilfe von sehr vielen Kameras und sehr vielen, acht Kameras und einigen Elektroden am Körper vom Alex, so sieht so eine Elektrode aus, seine Bewegungen filmen und dann wird daraus ein 3D-Bild generiert, ein 3D-Video generiert und das Ganze können wir danach analysieren. Das ist dasselbe System, mit dem ein Gollum von Herr der Ringe zum Beispiel animiert haben oder viele andere auch. Was ist das, was du da jetzt machst? Die Kugel aufpicken? Genau, das sind diese Marker, die was man Alex im Körper verteilen. Das sind im Grunde nichts anderes wie eine reflektierende Kugel. Und mit dieser Kamera arbeiten mit Infrarotlicht, das ist stroboskopisch, eben mit 120 Hertz, das beleuchten. Und dadurch wissen wir halt noch, wie sich sein Körper grundsätzlich im dreidimensionalen Raum bewegt. Und dadurch können wir noch eben diese Modelle drüberlegen, die was uns dann möglich aussagen. Die, was wir dann auch selber programmieren können, das ist eben in Herr der Ringe zum Beispiel passiert. Aber das wäre viel Arbeitszeit. Also nehmen wir vorgefertigte Modelle. Avocado. Alex wird anthropometrisch vermessen, das heißt auch Beinlänge, Knie, Durchmesser und so weiter. Also sehr, sehr spezifische Daten. Knöchel wird jetzt gerade vermessen. Also, und diese Daten werden in die Software eingespeichert. Wie viel? 15,7. 21. 15,721 in der Länge, das sind 3 Kubik. Alex bekommt jetzt seine Marker verpasst. Wie viele Stück sind das, Dominik? 41 Marker am gesamten Körper und so sieht das dann aus. Ist es für die Headbutt? Ich habe jetzt mit dem Dominik gesprochen und er hat gesagt, er kann meinen Wunsch nach einer spezifischen Software entgegenkommen. Ich würde gerne etwas programmieren, das nennt sich Hooligan Headbutt. Das schaut dann folgendermaßen aus. Es gibt jetzt einen Marker auf die Stirn und damit analysieren wir die richtige Technik für Headbutts. Das jetzt ist, dass wir im Static Trial jetzt alle Marker verbinden. Ja, wenn wir das haben, dann tue ich nichts anderes wie Modelle drüberlegen, sobald alles vollständig ist und dann können wir alle Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Positionen, Kräfte und Momente von Gelenken, Segmenten und so weiter uns anschauen. Ja. Und da können wir halt noch Optimierungsmöglichkeiten finden oder sagen, was super ist, also deine Stärken herausfinden. Ja, und uns noch vielleicht in ein paar Monaten, wenn du noch unsere Vorschläge möglicherweise trainiert hast, können wir es nochmal aufnehmen und schauen, was verbessern kann. Ja. Gut. Waxing, baby, waxing! Das ist ein Raucherpflaster. Nein, das ist, wie heißt das? Na, Verhütungspflaster. Ja, genau.
muss in den Schritt greifen. Gut Leute, wir sind für heute fertig. Wir haben jetzt alle Aufnahmen im Kasten und alle Daten gespeichert, kann man sagen. Und der Dominik, der wird jetzt einfach in die Datenanalyse gehen und danach wird es noch einen weiteren Termin geben in so circa 2 Wochen, wo das Ganze dann uns präsentiert wird und wir dann im Team eben mit den Striking Coaches und mit den Technik Coaches diese Übungen dann durchgehen werden und dann schauen, was für uns hier zum Optimieren ist und ob wir hier noch technisch aus dem Alex was rausholen können, was das Striking betrifft. Gut, macht es gut, Leute, und bis zum nächsten Mal und seid so gut, hinterlasst dem Video ein Like oder abonniert diesen Kanal und danke fürs Einschalten. Bis bald.